Und jetzt sind sie hier. Sandy, kannst du gleich weiter singen? So auf Anhieb gerade nicht. Cool, das ist jetzt auch nicht weihnachtliche Stimmung. Schön, dass du hier bist. Wie heißt das Stück? Wie im Himmel heißt das Stück. Wie im Himmel. Genau. Nicht? Und da spielst du Gabriella. Da gibt es so ein bisschen auch eine Parallele zu deinem Leben. Da kommen wir gleich noch zu dem Stück. Aber das ist ja alles gar nicht so neu für dich. 2016 warst du schon mal da und hast in My Fair Lady Eliza Doolittle gespielt. Genau. Die Päpstin, Musicals etc. Was ist der Reiz an dieser Kategorie sozusagen? Musik und Schauspiel zu verbinden. Ja. Ich liebe es. Ich liebe es beides. Und dieses Jahr spiele ich im Theaterstück mit. Wir singen ein bisschen, aber es ist eher Chorgesang. Also noch mal ein bisschen anders. Ich liebe es einfach. Ich liebe es, auf der Theaterbühne zu stehen. Ich finde, das ist was ganz Besonderes. Und gerade die alten Stücke, die haben so richtig einen Faden, einen roten Faden, der durchführt. Man hat nicht das Gefühl, da wurde irgendwas gefüllt. Das hat so richtig Charme. Und das macht unheimlichen Spaß. My Fair Lady und so, das sind ja richtige Klassiker. Genau. Kennt jeder. Und das dann neu zu interpretieren, ist ja auch eine spannende Sache. Ne? Total. Spannend ist aber auch, dass ihr ja weiter singt. Du gehst mit den anderen No Angels wieder ins Studio. Soweit, das darf man ja schon verraten. Oder ist bekannt, dass ihr ein neues Album aufnehmt. Richtig? Ja. Und was darf man darüber schon wissen? Gar nichts. Gar nichts. Ich verrate nichts. Wir verraten nichts. Aber du hast schon mal gesagt, so ein bisschen was Feierliches. Heißt das denn, dass das dann irgendwie an Weihnachten rauskommt? Oder wie ist der Plan? Dieses Jahr war wahrscheinlich noch nicht. Also wahrscheinlich ein bisschen, das wäre jetzt ein bisschen übers Knie gebrochen. Aber braucht schon ein bisschen Vorlauf. Kommt Zeit, kommt aber Album. Genau. Wenn Sie Fragen haben an Sandy, einfach her damit über vollekanne@zdf.de oder über Facebook. Und dann schauen wir, ob Sandy sie beantworten kann oder schweigt und nichts sagt. Aber zu unserem Top-Thema. Sandy hat das alles sehr genau verfolgt. Cool, ne? Ja, sehr cool. Und das interessiert dich vor allen Dingen, weil Häuser umbauen ja dein großes Hobby ist. Du lebst in L.A. und da baust du Häuser um. Das stimmt, ja, das tue ich, genau. Wie bist du denn dazu gekommen? Über eine Freundin von mir, die Immobilienmaklerin ist. Und die hat das schon ein paar Mal gemacht und dachte sich, du hast ein gutes Händchen, hast einen guten Geschmack. Komm, wir probieren das mal. Und dann haben wir das gemacht. Und aber du hast noch nicht in Beverly Hills für jemanden einen Güllespeicher umgebaut. Das habe ich noch nicht, nee. Besonderen Deshalb fand ich das jetzt sehr spannend. Ja, also neue Ideen. Aber wie kommt man dazu? Oder was hast du umgebaut? Sind da schon irgendwelche Promis dabei gewesen? Oder ist das das normale Reihenhaus? Das ist erstmal, sind das Häuser, die schon ein bisschen älter sind, die auch ein bisschen TLC brauchen, ne? Genau, und denen widme ich mich dann, baue die um und dann wird es verkauft. Da kann natürlich auch mal ein Promi drunter sein, der das Haus im Endeffekt dann kauft, klar, am Schluss. Übernehmen tue ich das meistens von älteren Paaren oder einfach Häuser, die schon ein bisschen älter sind. Und das ist jetzt so ein bisschen im Moment so eine Art Haupteinnahmequelle. Du kriegst ja auch Geld dafür, weil mit Green Card etc. es ist schwierig, in Hollywood da Fuß ohne zu fassen. Green Card. Ohne Green Card. Entschuldigung. Genau. Mit der Green Card ist es ein Problem. Nicht. So, ja, genau. Noch habe ich sie nicht. Und das ist tatsächlich fürs Schauspiel einfach schwierig. Es gibt die Union, SAG-AFTRA. Da kann man irgendwann beitreten. Sollte man beitreten, wenn man denn die größeren Rollen spielen möchte oder in TV-Shows etc. gebucht werden möchte. Und das ist sehr schwierig ohne Green Card. Denn du kriegst für jeden Job, den du machst, Credits und damit. Mit 3 Credits musst du praktisch der Union beitreten und dann kommst du in den größeren Pool. Also ich kann schöne Independent-Sachen machen, was auch wahnsinnigen Spaß macht. Aber das große Geld machst du damit natürlich nicht. Okay, und ein bisschen Geld braucht man eben auch in L.A., um sich über Wasser zu halten. Ja. Aber du bist zurzeit in Deutschland, denn in L.A., da klingelte das Telefon und Jörn Hinkel, der Intendant der Bad Hersfelder Festspiele, sagte, wir brauchen dich. Das schauen wir uns an. Sandy Mölling im beschaulichen Bad Hersfeld, tief im Osten Hessens. Der No Angels Star lebt mit Familie seit einigen Jahren in Los Angeles, versucht dort auch gerade als Schauspielerin Tritt zu fassen. Von Hollywood nach Hersfeld ist natürlich ein Riesenunterschied. Erstens gibt es hier nicht so viel Stau. Es ist sehr ländlich, man kann richtig durchatmen, da gehen die Kirchenglocken. Und man entschleunigt automatisch unheimlich und das tut gut. Als Sängerin der Girlgroup No Angels hat sie weiter viele Fans im Land. Da habt ihr auch noch einen Profi am Werk. Im Sommer soll's ins Studio gehen. Und auch bei den Bad Hersfelder Festspielen wird man Sandy Mölling singen hören.
Probe für das Stück Wie im Himmel, in dem Sandy Mölling die Gabriela spielt. Okay. Ja. Weil sie plötzlich so inspiriert und begeistert und laut. Auch es interessiert mich eigentlich alles an dieser Rolle. Erstens die schüchterne Sängerin, die nicht an sich glaubt, die irgendwann aus sich rauskommt und lernt, an sich zu glauben. Und eine wahnsinnige Entwicklung auch innerhalb des Stücks durchmacht, sich von ihrem brutalen, gewalttätigen Ehemann trennt und aufblüht. Aufblüht und lernt, aha, ich kann was. Und ich habe doch was Besonderes. Ich kannte sie ja schon von vor ein paar Jahren. Da hat sie in My Fair Lady mitgespielt. Und da habe ich sie sehr als eine ganz hervorragende Sängerin und Schauspielerin wahrgenommen. Und ich finde es ganz toll, dass sie eine Figur spielt, die sich nicht traut zu singen und im Verlauf der Handlung erst an Selbstbewusstsein gewinnt. Ich kam gerade vorbei, da habe ich den Gesang gehört. Da ist vieles ziemlich schön. Er hat gesagt, da ist vieles schön. Auch andere Stars wie Brigitte Grotum sind in Bad Hersfeld dabei. Vor 7 Jahren gewann Sandy Mölling in Bad Hersfeld den Publikumspreis mit ihrer Rolle in My Fair Lady. Ach, guck mal, wie schön. Ja, 7 Jahre ist es her, ne? Also, wird mal wieder höchste Zeit. Ich krieg schon wieder Krummeln. Die Ruine ist einfach einmalig. Also wirklich eine Kulisse, das muss man mal gesehen haben. Das hier ist ein Spektakel und da freuen sich die Leute das ganze Jahr drauf und kommen wirklich aus der ganzen Region. Und das hat einfach, also ihr seht es ja selbst, es hat einfach einen Flair und da freue ich mich schon das ganze Jahr drauf. Premiere von Wie im Himmel ist am 26. Juli in der Stiftsruine von Bad Hersfeld. Ja, Sandy, du hast es in dem Beitrag gesagt, es ist schon was ganz Besonderes, in dieser Ruine, da auf der Bühne zu stehen. Was macht das, dieser Ort mit einem, wenn man da Theater spielt? Also diese Kulisse ist einfach wirklich einmalig. Wir sehen es hier nochmal. Also dieses Gemäuer und darauf baut man dann ein Bühnenbild. Mhm. Und es funktioniert so wunderbar. Und verschiedenste Stücke, wo man wirklich denkt, wie soll das denn jetzt hier? Das haben wir bei My Fair Lady auch gesehen. Wie soll das denn jetzt funktionieren? Und haben dieses riesen Zelt gebaut, was dann auf der Bühne stand. Das konnte man aufklappen, da konnte man schöne Sachen mitmachen. Und das hat diese Stiftsruine wunderbar bedient. Wir spielen bei Wind und Wetter, aber das Publikum ist überdacht. Okay, also gut. Das kann man überdachen, man kann es aber auch aufziehen. Je nachdem, wie das Wetter ist, ist es traumhaft schön. Manchmal braucht man eine Decke, die kriegt man aber dann auch da vor Ort. Und wir als Schauspieler, ja, lassen uns immer überraschen. Ne? Bei einem Sommer wie diesem wird es wahrscheinlich sein, dass wir auch mal im Regen spielen. Auch mal im Regen. Jetzt haben wir es schon gehört, Gabriela ist anfangs eine schüchterne Sängerin, die dann aufblüht, selbstbewusst wird. Mhm. Sind da auch Parallelen zu deinem Leben, deiner Karriere, No Angels und der Gesangskarriere? Ja, natürlich. Also ich habe mein ganzes Leben lang gesungen. Ich habe mir mit 2 meine Mikros aus Lego gebaut. Also da hat es schon angefangen. Fand Was das hast immer du da so gemacht als kleines Kind? Mikrofone aus Lego gebaut. Aha. Ja, und getrellert. Und dann bist du durch die Küche. Genau. Also meine kleine Nichte hat das mal mit 4, 5 gemacht mit so einem Schneebesen. Und hat Kissen hingelegt, hat gesagt, ihr seid die Gäste und hat Tickets verteilt und dann ihren Auftritt gehabt. Also, da warst du schon weiter als ich. Also Tickets verteilt habe ich nicht. Nee, ich habe nur vor mich hingetrellert. Genau, also ich hatte immer wahnsinnigen Spaß am Singen, aber so das Selbstbewusstsein hat schon ein bisschen gefehlt. Ich habe sehr gern gesungen und konnte es deshalb auch überhaupt nicht unterdrücken, egal wo ich war. Mhm. Auch dann als Teenager. Aber so das Selbstbewusstsein, das an sich selbst glauben, das hat lange noch gefehlt. Auch bei Popstars hat man ja gesehen, ich habe immer mehr an mir gezweifelt, als dass ich das gut annehmen konnte, dass ich eine Runde weitergekommen bin. Ja, war das so ein Zittern, nicht glauben können? Ja, also ich habe jeden Tag damit gerechnet, dass ich raus bin. Das ist genau diese Entwicklung. Ne? Also immer glauben, alle anderen sind besser. Und also bis zum Ende bleibe ich hier eh nicht dabei. Und es dann geschafft zu haben, das war natürlich sehr schön und eine tolle Bestätigung. Und bei Gabriela ist es auch genau so. Daniel Darius kommt in das Dorf, in dem er aufgewachsen ist oder als kleiner Junge, aus dem er als kleiner Junge mit seiner Mama fortgegangen ist, weil er auch viel gehänselt wurde etc. Und ist inzwischen ganz berühmter Dirigent und
bringt da richtig Schwung in die Bude, in dieses kleine Dorf und gibt den Leuten was, was sie vorher nicht hatten. Jetzt bist du eben Sängerin und hast diesen ganzen Weg gemacht, aber total erstaunt bin ich, wenn ich eben lese, dass du noch einen anderen Job jetzt gelernt hast in L.A. und zwar Stillberaterin und Doula. Was ist das denn? Das ist... Das hat ja nichts mit Singen zu tun. Ja, Stillberaterin gibt das Wort schon her. Ich helfe jungen Mamas tatsächlich dabei, ihre Babys zu stillen und richtig anzulegen oder Probleme, die auftreten, wie Milchstau etc., was man da alles machen kann und was man beachten muss und so weiter. Wie man das am besten hinkriegt, am schmerzfreisten und am entspanntesten für Mama und Kind. Und bei manchen ist es einfach, bei manchen nicht so. Und da bin ich sehr gern da und unterstütze dabei. Das ist ja völlig was anderes. Kommt das jetzt daher, dass deine Mutter Krankenschwester ist, also diesen Job hat? Oder wolltest du als Kind immer hier dich um Baby? Ja, tatsächlich. Ja, ich wollte als Kind Hebamme werden. Hebamme oder Sängerin? Das war... Nein, und jetzt bist du beides. Und jetzt bin ich, Hebamme bin ich jetzt nicht ganz. Das würde mir von der Ausbildung her vielleicht ein bisschen zu lang dauern momentan. Aber es geht in die Richtung und es gibt mir ganz, ganz viel. Und es ist ein sehr bodenständiger Job, der sehr erdet. Und genau das braucht man, glaube ich, im verrückten L.A. Und in deinem verrückten Leben und so weiter, was du alles erlebt hast. Da schauen wir gleich noch drauf. Machen mal. So, Sandy, legst du Wert auf Ernährung? Ja. Ja, du bist, ich habe gelesen, Pesketarierin. Das heißt, du isst? Oder Vegetarierin, Veganerin? Oder? Meist Vegetarierin. Also nicht ganz. Ich bin nicht ganz, ganz streng, aber es ist inzwischen auch sehr wenig Fisch. Aha, also vor allem den grünen Zeug. Vor allem den grünen Zeug, ja. Jawohl. Aber eine Tüte Chips beim Fußball gucken, sehr ist das trotzdem drin? Unbedingt. Also du sagst nicht, ich muss auf die Linie achten, sondern du sagst, ist egal, ich esse die Tüte und dann mache ich eher eine Runde Sport. Richtig. Ja? Genau. Und in Maßen. Also wenn du jetzt jeden Tag die Tüte Chips reinhaust, ist vielleicht nicht ganz so gut. Aber einmal die Woche darf das doch durchaus sein. Und ich kastei mich nicht. Ich hungere nicht gerne, ich möchte nicht hungern, ich möchte gerne gut essen. Und gesund heißt ja nicht, dass es nicht schmeckt. Ne? Und umgekehrt Sport machen macht ja nun auch Spaß. Und total. Wenn man dann zur Belohnung mal zugreifen kann, ist das ja prima. Aber sagen wir mal, bei den No Angels, da habt ihr ja nun, das weiß man ja nun, Choreografie, hartes Training. Wie war das? Habt ihr da irgendwie 4-5 Stunden geschwitzt? Oder macht ihr das jetzt genauso, dass ihr, wenn ihr wieder was aufnehmt, was macht, Video etc., dass du sagst, mein Gott, jetzt muss ich wieder reinhauen? Also es macht Spaß, das auch zusammen zu machen. Ne? Mhm. Wir trainieren dann auch zusammen und wir tanzen 3-4 Stunden dann am Stück tatsächlich. Da hat man schon dann die 200% am Tag voll von seinem Pensum, ne? Von seinem Bewegungspensum. Das ist natürlich super. Aber ich mache privat auch sehr gerne viel Sport. Ich gehe gerne wandern. Mhm. Ich finde es super. Ich bin gerne in der Natur. Und man findet immer was. Man muss nur etwas finden, was einem liegt. Und ich glaube, jeder hat irgendeinen Sport oder eine Leidenschaft, die einen mit dem Sport verbindet. Man muss sie nur finden. Und den Popo sozusagen hochkriegen, den Hintern hochkriegen. Definitiv. Und es ganz einfach machen. Also, wenn man viel Sport macht, dann ist die Tüte Pommes auch mal drin. Aber aufgepasst, wenn Möwen über dir kreisen. Sandy sagt gerade, Wahnsinn, die Texte von Roland Kaiser auf Briefmarken. Wäre das was? Würdest du dich freuen, die Texte von No Angels auf Briefmarken? Natürlich, ich finde auch schön, dass man die nur per Telefon bestellen kann. Aber das finde ich... sehr, sehr charmant. Sehr interessant. Mhm. Wir blicken auf die Karriere von dir bei den No Angels. Ihr habt ja wirklich mega, mega treue Fans bei allen Höhen und Tiefen, Trennungen, Comebacks etc. Aber bei dem 20-jährigen Bandjubiläum habt ihr die ja noch nicht enttäuscht und ist die Begeisterung weiterhin groß gewesen. Ist eine sensationelle Sache, ne? Ja, wunderschön. Ich sage immer, unsere Community ist die beste Community. Ist wirklich so. Also wenn du auf dem Konzert in der Wuhlheide dabei bist, gewesen wärst, dann würdest du diesen Spirit auch spüren. Unfassbar, was das für eine tolle, tolle Menge war an Fans, die alle zusammen gesungen haben, alle sich in den Armen gelegen haben und danach noch mit dem Zug nach Hause gefahren sind und die Songs gegrölt haben. Aber in so einer verbundenen Art und Weise, also das hat man selten, dass die Leute sich gegenseitig so stützen, so lieb miteinander sind, da sind wir auch besonders stolz drauf.
Sind viele Jahre, wir haben schon gesagt, weit über 20 Jahre. Aber lass uns noch mal blicken auf das, wie es angefangen hat. Ja. Wer hat denn diese ganze Idee gehabt, dass du, die Sandy, sich da angemeldet hat bei diesem Casting? Hast du davon gehört? Hat eine Freundin dich angemeldet? Die Mama hat davon gehört, genau. Und hat dann gesagt, Kind, die sagen, wenn man singen kann und zwischen 18 und 25 Jahren ist, soll man da hingehen. Mach das doch mal. Ja, okay, Mama, mach ich mal. Und dann sind wir da hingetingelt und in Köln hatte ich mein erstes Casting. Und der Rest ist Geschichte. Wenn Mama nicht gewesen wäre, wäre aus dir kein Engelchen geworden. Sag ich dir. Dann blicken wir mal auf die No Angels, die erste Band in Deutschland, die aus einer Castingshow hervorgegangen ist und eben die erfolgreichste Girlgroup von Kontinentaleuropa. Eine traumhafte Geschichte. ...2021 liefern sie das Comeback des Jahres. Die No Angels, die erfolgreichste Girlgroup Deutschlands, feiert damals ihr 20-jähriges Jubiläum. Alte Hits wie Daylight in Your Eyes erstrahlen in neuem Glanz. Wir sind alle irgendwie wieder in diese Welt eingetaucht und haben da in Erinnerungen geschwelgt und so kam dann auch unser Jubiläum zustande, dass wir gesagt haben, es gibt so viele Menschen da draußen, die sich darüber freuen würden, wenn wir mit ihnen zusammen feiern. 2001 wurden die fünf Mädels durch die Castingshow Popstars berühmt. Ihr erstes Album schoss direkt auf Platz 1 der deutschen Charts. Es folgte ein Hit nach dem anderen. Doch ihr Erfolg kommt nicht von ungefähr. Natürlich haben wir extreme Erfahrungen miteinander geteilt, die uns im Nachhinein einfach so stark verbinden, weil man das auch mit niemand anderen richtig teilen kann und das kann auch niemand anderes so richtig verstehen. Und trotz der tiefen Freundschaft 2003 der Schock. Die No Angels sind ausgebrannt, sie hören auf. Jeder hat mal hin und da Probleme mit sich selber gehabt, Probleme mit vielen Situationen und einfach irgendwann war klar, wir müssen jetzt einfach eine Pause machen, um wieder eines Tages wieder weiterkommen zu können. Und das taten sie auch. 2007 die Erleichterung, 4 der 5 No Angels sind zurück. Es folgen 2 neue Alben, doch 2010 gehen sie wieder getrennte Wege. 20 Jahre nach ihrem Durchbruch wollen sie ihre Fans mit einem Jubiläumsalbum zurück in die Zeit von damals versetzen. So viele Menschen sind wieder 13, 14, 18 Jahre alt gerade. Oder auch 9. Oder auch 9. Und dieses Gefühl zu wissen, dass man so eine Bedeutung so vielen Menschen eigentlich gegeben hat. Ich glaube, das erfahren wir jetzt erst. Mehr als 20 Jahre Bandgeschichte, über 20 Jahre Höhen und Tiefen und jahrelange Erfahrung, die die jungen Mädchen von damals zu selbstbewussten und reifen Frauen gemacht hat, was man auch an ihren Stimmen hört. Ja, Sandy, wir haben schon ganz viele Zuschriften bekommen. Klaus Mertens schreibt hier, toll mal wieder Sandy zu sehen, ist für mich immer ein absolutes Vorbild. Und jetzt kommt's, ich habe noch ein riesengroßes Plakat, wohl aus alten Zeiten, ich war aus mehreren Teilen, mir ist bestimmt 3x3 Meter groß, würde gut in eine Werkhalle oder in einen Flugzeughangar passen. Ach, also schön. Der Knaller. Ja, liebe Grüße. Aber du hast gerade gesäuft, als ich gefrotzelt habe und gesagt habe, hier, ihr im F-16 Kampfjet und so weiter, da sagtest du, das Video ist wurde verboten. Damals tatsächlich verboten, ja. Aha, das heißt, ihr mit Helm und Kampfflugzeug durfte nicht mehr gezeigt werden? Mhm, warum? Genau. Das war der 11. September. Ja. Aha, okay. Da wollte man das nicht machen. Mhm, genau.
Jetzt haben wir, das ist ja nun ein bisschen eine Karriere wie im Traum, allerdings auch mit Höhen und Tiefen, Trennungen, wieder zusammenkommen, Trennungen und so weiter. Wie war das denn für dich, als es hieß, ja, wir sind alle so ein bisschen ausgebrannt? War das bei dir auch der Fall oder bei den anderen? Hättest du gerne weitergemacht? Oder? Na, man ist ja immer nur so stark wie sein schwächstes Glied, wenn man das jetzt sagen kann. Aber also gerade in einer Band ist das überhaupt gar nicht denkbar. Wenn einer noch Kraft hat, die anderen mitzuziehen, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ne? Also ich habe endlose Energie. Ich hätte noch weitermachen können, aber ich habe natürlich auch gesehen, wo es geschwächelt hat und so weiter. Und da war ganz klar für uns alle, dass wir da eine Pause einlegen müssen. Ja. Robin fragt, das schließt sich so ein bisschen an, fandest du die No Angels-Zeit und deine Solo-Karriere spannender? Entschuldigung, die No Angels-Zeit, also als Gruppe, oder dann deine Solo-Zeit? Was war spannender und war der Druck stets immer sehr groß? Ja. Ich fühle mich sehr wohl in der Band. Ich habe meine Solo-Zeit auch total genossen, aber ich habe die Mädels tatsächlich vermisst. Ich bin sehr viel aufgeregter, wenn ich allein unterwegs bin. Mhm. Das ist halt so eine Einheit auf der Bühne, das ist ganz schön. Man kann sich auf den anderen verlassen. Das ist wirklich echt, echt schön, einfach zu sagen, so, da sind meine Mädels, da kann ich mich fallen lassen. Und das ist ein anderes Gefühl, als allein auf der Bühne zu stehen. Und die zweite Frage war... Ja, und der Druck. Erfolg ist toll, ja. Aber es entsteht natürlich auch ein Druck, diesen Erfolg fortzusetzen, damit man nicht als Eintagsfliege, ob jetzt als Band oder wie auch immer bezeichnet wird. Ne? Naja, früher war das ein großes Thema bei uns, definitiv inzwischen nicht mehr. Wir sind entspannt, wir wissen, was wir für wundervolle Fans haben, da sind wir auch furchtbar dankbar für oder schrecklich dankbar für oder besonders dankbar für. Ja, also ganz tolle Fans, die auch letztendlich die Reunion zum 20-Jährigen überhaupt erst ins Rollen gebracht haben durch ihren Ruf, weil ich weiß nicht, ob wir uns das noch mal gewagt hätten. Also habt ihr so viele Zuschriften bekommen, wir wollen euch wiedersehen? Ja, die haben ja Petitionen gestartet und alles, also es war Wahnsinn. Wirklich ein ganz, 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 ganz toller Zuspruch, der da kam und der uns bestärkt hat darin und auch selbstbewusster gemacht haben wieder als No Angels. Ja, also die Freude ist groß, wenn es weitergeht. Tom Gunesch schreibt per Mail, hallo lovely Sandy, wir freuen uns auf das neue Album und hoffen, dich ganz bald wiederzusehen. Liebe Grüße von Tom und Marve. Also tolle Fans, eine tolle Karriere, klingt alles nach einem Traum. Du bist aber vor ein paar Wochen sehr nachdenklich geworden. Ich habe den Post von dir vor mehreren Wochen auf Insta gelesen. Da hast du geschrieben, das Leben ist ein seltsames Spiel. Meine Kindheit war für meine Familie und mich sehr schwierig. Unzählige Male umgezogen, Mama alleinerziehend mit 4 Kids. Wie hast du das Ganze erlebt, wenn deine Mama alleinerziehend war mit den Geschwistern etc.? Schwierige Zeit, sehr schwierige Zeit. Also für meine Mama natürlich mit 4 Kindern alleinerziehend, für uns als Kinder auch schwierig. Wir waren oft auf uns selbst gestellt, weil Mama natürlich auch arbeiten musste als Krankenschwester, auch gerade nachts viel gearbeitet hat. Aber dadurch sind wir natürlich auch eine richtige Einheit als Kinder. Ne? Also ich und meine 3 Brüder, wir sind uns sehr nah. Ich musste sehr früh erwachsen werden und groß werden und meinen kleinen Bruder auf dem Weg in die 1. Klasse im Kindergarten absetzen und auf dem Rückweg wieder abholen und so weiter. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wenn ich mir jetzt vorstelle, meine Kinder, mein Großer ist 15, mein Kleiner ist 8, also dass ich selbst den 8-Jährigen jetzt mit einem kleinen Geschwisterchen losschicken würde, wäre undenkbar. Also dass man das mit 6 Jahren so gemacht hat und angenommen hat und das auch eine Selbstverständlichkeit hatte, das erstaunt mich sehr, jetzt, wo ich erwachsen bin. Ja. Ihr habt ja, du und deine Mutter, 2015 ein Kinderbuch geschrieben und der Titel, die Unterzeile sagt ja viel, Pumpel, der Baumzwerg, klingt nett, nicht auf der Suche nach dem großen Glück. Und dann ist der Untertitel eben weiter von der Wichtigkeit einer Familie. Ist es bei dir jetzt so, dass du das, was dir dann gefehlt hat, eben eine ganz entspannte Familie, dass du das aber jetzt deinen Kindern geben kannst? Definitiv, also ganz entspannt. Ich glaube, bei uns ist es auch nicht mal alles ganz entspannt. Ne? Da wird sich auch mal gezofft und so weiter. Aber ja, letztendlich genau, sind wir eine crazy tolle Familie. Eine crazy normale Familie. Crazy normale Familie, okay. Genau.
Sehr gut, jawohl. Dann reden wir gleich über Familie noch weiter, denn du pendelst ja hin und her zwischen USA und Deutschland, hin und her des Atlantiks, was das für Folgen hat, wie das Ganze ist, da sind wir eben auch noch gespannt. Wir machen einen kleinen Sprung. Ja, wir haben beide ziemlich entsetzt geguckt und Sandy hat ja Schreikrämpfe gekriegt. Was sagst du? Ja, was sagst du zu diesem ganzen Trend-Hype? Ja, ich glaube, es ist mit Mädchen tatsächlich schwierig als Mama oder Papa von Mädchen, gerade in Zeiten von Social Media und Influencer sind so wichtig und man holt sich Inspiration und ja, dass das wahre Leben ein bisschen anders aussieht, da ist so eine verschobene Realität, die da entsteht und Selbstwahrnehmungsstörungen auch sehr oft und das finde ich total schade. Mhm. Als du 20 warst, da gab es jetzt das noch nicht so mit Influencer, TikTok, nicht, dass man da sich die Informationen hergeholt hat und dann auch einigen auf den Leim geht oder eben nicht die gescheiten Informationen bekommt. Aber Schönheitsideale, nicht Vorbild, Schönheit, wie wichtig das Aussehen ist, das war ja bei euch vor 20 Jahren, als No Angels gegründet wurde, auch ein Punkt. Wie weit ging das denn? Wie meinst du, wie weit ging das? Naja, als Band seid ihr ja quasi zusammengesetzt worden, dass man dann das Outfit bekommt. Aber wurde dann auch gesagt, so, du brauchst jetzt blonde Haare, du brauchst dunkle Haare, wir setzen das so zusammen. Wurden da auch Dinge vorgegeben? Nee, nicht wirklich. Also ich hatte gar kein Problem damit, blonder zu werden. Ich wollte das ganz gern und ich wollte unbedingt diese blöden Extensions, die ich zum Glück schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr trage. Das habe ich tatsächlich bereut. Also haben meine Haare unfassbar drunter gelitten und dann habe ich auch eine Zeit lang tatsächlich bleachblondes Haar gehabt. Also so richtig, richtig wasserstoffblond. Furchtbar, wenn ich mir das heute angucke, dann denke ich nur, was hat dich geritten? Aber gut, das war damals Trend und die dünnen Augenbrauen und es verschieben sich ja auch Sachen. Also es Fast wasserstoffblond. Genau. Ja. Gut, aber das wurde jetzt nicht gegen euren Willen gemacht nach dem Motto, hier, du musst mehr Sport machen, du musst das machen und so weiter, sondern das war dann schon, was ihr eben auch machen wolltet. Sicher, aber es entsteht natürlich auch ein Gruppenzwang. Der eine macht mehr Sport, dann musst du natürlich auch mehr Sport machen. Also es entsteht schon großer Druck. Also gerade für Frauen ist es definitiv ein riesiges Thema, in der Öffentlichkeit stehen und immer gut aussehen müssen und immer den Ansprüchen aller zu gefallen. Sonst heißt es auch, man ist aber nicht gut gealtert oder man ist aber alt geworden. Sowas macht man bei Frauen sehr, sehr gerne. Bei Männern ist das etwas weniger. Da ist es dann sexy, wenn die grauen Haare kommen. Und bei Frauen ist es leider immer noch schwierig. Schade. Denn wir alle werden älter. Das gehört nun mal dazu. Ja. Ja. Also, wir reden darüber gleich noch weiter. Wir schauen aber jetzt auf einen auch Sandy guckt begeistert, schön. So präsentiert sich Deutschland der Welt. Du lebst in zwei Welten, USA und Deutschland. Wie blickst du denn auf Deutschland? Das ist meine Heimat, das ist nach Hause kommen. Ich habe zwei Zuhause, ich habe ein tolles Zuhause in L.A., aber ich vermisse die Heimat, ich brauche den Ausgleich. Ich brauche meine Zeit hier im Sommer mindestens und das mache ich ja immer sehr schön geballt, 3-4 Monate am Stück. Das brauche ich. Also, und was ist dann dein Lieblingsort, ganz besonders Heimat? Wo fühlst du dich dann am wohlsten hier? Naja, bei Mutti natürlich, im Westerwald, ne? Aber eigentlich im ganzen Land, weil ich so viel rumgekommen bin. Und du hast ja auch eine lange Zeit in Düsseldorf gelebt. Hast du dann viele Freunde, die du nachher noch besuchst? In Düsseldorf? Nee, tatsächlich nicht so viele. Eher dann in Koblenz oder Wuppertal. So. Aber die sind im ganzen Land verstreut. Kassel, überall. Und am liebsten bin ich, wenn ich dann in den Produktionen bin, ist es meistens sehr ländlich und das finde ich immer sehr, sehr, sehr schön. Ich bin ja so ein Landei und das habe ich ja in L.A. nicht wirklich. Deshalb ist es so richtig Ausgleich. Deshalb ist es schön, hierher zu kommen. Lena aus Berlin fragt, ich bin ein großer Fan von Sandy seit der ersten Stunde. Meine Frage an dich, was ist dein Lieblingsurlaubsland? Jetzt hast du ja schon Kalifornien, Deutschland. Zieht sich noch woanders hin, wenn du Urlaub machst? Also ich war einmal auf den Malediven und das war einfach traumhaft schön. Aber ansonsten schöne Strände und wo es warm ist. Und da haben wir ja hier in Europa, das vergisst man wirklich, wie gut wir es eigentlich hier haben. Und wie einfach es ist, in schöne Länder zu fliegen und den Strand und die Sonne und auch das Flair zu genießen. Also das sollten wir viel mehr in Anspruch nehmen. Dann ist das auch ein schönes Schlusswort, Sandy, dass man auch mal positiv auf das Leben blickt. Das, was wir haben, was wir schätzen können. Sandy.
War wunderschön. Wir wünschen ganz, ganz, ganz viel Glück, toi, 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 bei der Premiere dann am 26. Juli in Bad Hersfeld. Genau. Dankeschön, danke, dass du hier warst. Nächste Woche ist Florian Weiß wieder da. Wir wünschen dann eine schöne Woche mit ihm. Jetzt schönes Wochenende. Viel Spaß beim EM-Finale. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss.